erster Ausflug in Genua und dann auch noch alleine. Ich habe mir ein Ticket gekauft für 61. Ach, jetzt habe ich mein Rastgeld gefunden. Ich habe so einen Kreditschein bekommen. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gewundert, mein Ticket kostet 61. Es kam kein Restgeld, aber ich habe einen Kreditschein. Mal gucken, wie das beim nächsten Mal funktioniert. Jetzt muss ich mal die Bahn suchen. Panorama View. Ist das auf die Bahn? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinfahre. Ich hätte meine dreifache Ladung Deo benutzen sollen, die ist so warm. Geschafft. Der Wagen ist heute nicht mein Freund. Ich will immer nicht so, wie ich will. Ich trampel auf irgendeinen Korb drauf, die Bremse geht nicht. Wenn ich den hochbubbel, fällt mir immer was raus. Das nervt mich gerade. So, Martha, was machen wir jetzt? Oh mein Gott, wo bin ich? Aber schön, ist nicht so heiß hier irgendwie. Ich war noch nie in Genua. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir hier angucken möchte. Ich glaube, ich möchte dieses Piazza di Ferrari, oder wie das heißt, sehen. Da war ein Springbrunnen und ein Springbrunnen. Finde ich schön. Da esse ich ein Eis und dann gehe ich zurück. Es soll ja nur ein kleiner Ausflug sein. Und ich wollte hier nur mal ganz kurz irgendwie die Lage checken. Eigentlich ist nämlich Martha müde, macht ihr Vormittagsschläfchen. Und die Kinder wollten zu Hause im Planschbecken ein bisschen planschen und sich ausruhen nach unserem Trip. Wir sind ja gestern wieder ein Stück weitergefahren. Und die letzten Tage haben wir so viele Ausflüge gemacht. Also wir haben wirklich jeden Tag sehr viel angesehen und waren sehr viel unterwegs. Das hatte auch einen Grund, nämlich weil es in unserer letzten Unterkunft nicht schön war. Also da wollte man gar nicht bleiben und sich entspannen. Und das ist jetzt anders. Also heute genießen wir es absolut, in diesem Haus zu sein. Heute Nachmittag wollen wir dann auch lecker Pizza backen. Und ja, die Kinder und Julius sind jetzt ja auch da und chillen einfach nur. Ich suche mir jetzt mal diesen Piazzi di Pio bla bla bla. Diesen mit dem Springbrunnen. Vielleicht finde ich den. Da würde ich mich wirklich gerne. Den Hafen fand ich auch schön, aber den Hafen werden wir sicherlich noch ganz oft mit den Kindern sehen. Hier will ich hin. Piazza di Ferrari. Ich glaube, ich bin zufällig bei meinem Springbrunnen angekommen. Super ausgeschildert. Aber es ist schon mehr als ein Springbrunnen. Es geht, glaube ich, auch um irgendwie das Gefühl auf diesem Platz, um die schönen Gebäude. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das sind. Vielleicht schaue ich noch mal in den Stadtplan. Das ist schon echt hübsch natürlich. Was da? Ich glaube, es ist das Theater. Das da ist was für die Regierung. Und eins ist eine Akademie. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier zurückkomme. Mit welcher Bahn? Also wir fahren ja viele Bahnen, wir sollten hier mehr Bahn fahren. Wir brauchen die Kinder nicht so weit laufen, wir haben keinen Bock mehr drauf. Hier war ich, das ist Via Braldi, hier bin ich lang gelaufen. Irgendwo ist meine Bahn gefahren, hier irgendwo. Ich habe jetzt keinen Plan, wo ich jetzt hin möchte. Es gefällt mir auf jeden Fall immer, der schläft noch. Und ich laufe einfach ein bisschen durch die Gegend. Mal sehen, was ich noch sehe. Ich weiß schon, ich bin ja jetzt auf dieser Aprilstraße gewesen und am Piazza Ferrari. Und jetzt muss ich so ein bisschen nach rechts, da kommen mir ganz viele Sehenswürdigkeiten, da laufe ich jetzt lang. Ich bin jetzt zwar anders gelaufen, als ich eigentlich vorhatte, aber die Straße wird auf den Hafen drauf zu. Ich weiß jetzt, wo ich bin. Hier ist auch direkt eine U-Bahn-Station gewesen, also so direkt vor meiner Nase, die heißt San Giorgio. Aber ich weiß nicht genau, wie ich von dieser U-Bahn-Station zu meiner Bimmelbahn komme, von der ich ja gekommen bin. Wo ich auch wieder zurück muss und ich weiß jetzt, wo ich bin ausgestiegen bin, das habe ich jetzt auch gefunden auf der Karte. Jetzt ist es zwar noch relativ weit, aber ich laufe das Stückchen jetzt lieber, weil mit dieser Bahn, das hat mich auch dann echt gestresst. Wenn ich den Wagen nämlich hochtrage und runtertrage, beziehungsweise so bubbele, wie man das mit so einem Wagen macht, so pop, den Hinterrädern, dann fällt da unten alles raus und ich kann mich so schlecht bücken, weil der Marker da dran ist und das ist alles sehr viel stressiger. Also wenn ich jetzt hier versuche, den Weg noch zu laufen, ist es, glaube ich, schöner und dann in meine Eisenbahn wieder einsteige. Bis eben hatte ich noch vor, den Weg zurückzugehen, aber jetzt ist es jetzt bin ich bestimmt schon eine Stunde unterwegs, dass ich auf jeden Fall eine halbe Stunde zurücklaufen würde. Und ob ich jetzt eine halbe Stunde zurücklaufe oder versuche, eine halbe Stunde meinen anderen Weg zu finden, ist irgendwie so cooler. Ach, hier fahren die Fähren ab, um irgendwie Touren zu machen. Ha, Walfahrt. Ach nee, oder ist das das Museum, das Aquamuseum? Das macht Aquarium, die Genova. Das machen wir mit den Kindern auf jeden Fall noch. Ja, ich bin am Aquarium gelandet. Ich
denke, ich werde Julius das auch noch mal empfehlen, mit Martha morgen früh so eine kleine Tour zu machen, weil das macht echt Spaß. Das ist so viel besser ohne die Kinder. Und dann, wenn wir rausgefunden haben, was uns gefällt, dann können wir mit den Kindern eben auch schon geplante Touren machen, weil sonst ist man immer völlig lost und weiß nicht genau, wohin und versucht das dann zu regeln und kann eigentlich so diese Ruhe, dass man das erkundet, gar nicht so genießen, sondern erkunden kann man mit Kindern nicht ganz in Ruhe. Muss man immer sagen, jetzt machen wir dieses und jenes und dann sind wir da, dann sind wir da. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich bin gleich zurück und es ging echt schnell und perfekt. Das hätte gar nicht besser klappen können. Also wenn ich gleich drin sitze, dann war es die beste Tour, die man hätte machen können wahrscheinlich. Und das war alles ungeplant. Ich habe alles gesehen, die ganze Stadt. Ich war schnell, ich habe mich nicht verlaufen. Eigentlich war ich aber auch total langsam und entspannt. Ha, so bitte immer. Wir sind zurück! Ja, wir sind zurück! Unser Haus ist zum Glück auch direkt an der Bahn, also das ist jetzt wirklich nur noch 5 Schritte, nicht nur da. Hinter uns seht ihr unseren Grill. Auch, da ist unser Grill, aber da ist unser Pizzaofen. Und wir wollen heute Pizza selber machen. Dazu werden Magnus und ich jetzt erstmal eine Pizza drin sauber machen. Ja? Und dann machen wir da ein kleines Feuerchen an. Halten den Gartenschlauch parat. Aber es soll schon alles laufen. Dann hat sie mir erklärt, wir müssen rechts, links das Feuer anmachen. Und das muss ungefähr 2 Stunden, muss das da drin vor sich hin glühen, damit der Ofen richtig heiß wird. Und dann erst können wir die Pizza machen. Jetzt ist es um 4, 18 Uhr soll es Pizza geben. Das heißt, wir machen den jetzt an, dann machen wir Teig, nachher machen wir Pizza. So, mein Problem ist ein bisschen, ich habe noch nie mit so einem Pizzaofen was gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Holz da rein muss. Weil wir werden schon rausfinden. Ich muss echt sagen, dass ich das schon ziemlich gruselig finde. Also ich scheint, es ist ja brütend heiß. Das heißt, es ist auch sau trocken hier ringsrum. Und dann diesen heißen Ofen an. Da stellen wir jetzt die ganze Zeit, die Italiener werden schon wissen, was sie tun. Also der Ofen wird oben fast nicht heiß. Der Schornstein ist eigentlich nicht heiß. Ich habe irgendwie Angst, dass ein Funken rausfliegt. Aber er hat jetzt auf jeden Fall schon ordentlich Temperatur. Das heißt, ich glaube, wir können eine halbe Stunde können wir die Pizzen reinschieben. Jetzt in einer Dreiviertelstunde gibt es Pizza. Wir haben gerade eben festgestellt, dass der Ton die ganze Zeit aus war. Müssen wir Musik drunter legen. Also ich finde, dass es saugeil schmeckt. Einziger Nachteil ist, es ist eine riesengroße Schweinerei, sodass es jetzt bei uns aussieht wie in... Wie hieß denn das? Nee, das war, wie hieß denn dieses Fit? In Villa Diva wird noch gefeiert und in Villa Bajo noch gespült. Schon gespült. Und so sieht es hier aus. Thank you.